Juni. Oh Mann, der Juni ist vorbei. Wir haben die Hälfte des Jahres 2017 geschafft und deswegen ist es Zeit für meine Juni-Favoriten. Ich habe nämlich die letzten Monate ja fast gar keine Favoriten-Videos gemacht und deswegen ist es mal Zeit, euch da mal wieder abzudaten, was so im Juni alles passiert ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit meiner Pflege. Die habe ich nämlich etwas den Sommermonaten angepasst. Ich bin nämlich am Schwitzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gerade ist echt, boah, es ist so warm. Und deswegen benutze ich etwas ganz, ganz Leichtes. Tagsüber trage ich fast nur noch die La Roche-Posay Lichtschutzfaktor-Creme. Und das ist die Ultra-Léger. Das ist 50 plus Lichtschutzfaktor. Und die ist ganz, ganz toll. Die ist richtig, richtig flüssig. Die ist mit der Body Shop, also dieser Lichtschutzfaktor ist mit dem Body Shop Lichtschutzfaktor eigentlich mein liebster Sonnenschutz. Und im Moment brauche ich tagsüber echt nur sowas mega Leichtes, sonst zerfließt alles. Abends dann kann es ein bisschen mehr sein, obwohl mehr in dem Fall auch nur die Clinique, wie heißt die eigentlich? Moisture Surge Extended Thirst Relief Creme ist. Das ist so eine Gelcreme. Kann ich euch auch mal zeigen. Moment. Da könnt ihr schon erkennen, dass selbst im Tiegelchen das ganz herrlich leicht ist und dementsprechend trage ich mir das Ganze immer vor allen Dingen auf meiner Stirn, meinem Hals und meinem Dekolleté auf und eben im Wangenbereich, also überall, aber halt etwas mehr eben auf den Stellen, die noch mehr Feuchtigkeit brauchen. Denn gerade mit der Sonneneinstrahlung habe ich das Gefühl, meine Falten schreien, hallo, hier sind wir, weil das hier sich alles so crinkelt. Nun denn, so ist das halt mit fast 33. Verlies Bronzing Powder in der Farbe Golden Light. Der ist so abgenudelt, das ist halt so ein gebakter und ihr seht schon, dass da eigentlich, ich glaube, ich müsste bald Hit the Pan haben, das gut runtergeschrubbelt ist und das mache ich mir wirklich extrem großzügig, so einmal schwupp, schwupp und ja, einmal durchs ganze Gesicht, damit ich einfach diese Wärme, auch ohne, dass ich stundenlang in der Sonne liege, ausstrahle im Gesicht. Und dieser Blush ist wirklich einfach ein All-Time-Favorite. Und gerade im Sommer ist er einfach so wunderschön. Ich habe ihn gerade auch drauf und ihr seht dann diesen Sheen, den er hinterlässt. Das ist der Luminoso, das ist der Milani Baked Blush in der Farbe Luminoso. Auch er war ein Baked Blush und ist jetzt, seht ihr, schon nicht mehr gewölbt. Eine wunderschöne Peachy-Orange-Farbe mit goldenen Schimmerpartikeln und ihr seht, es kann echt nicht mehr viel drin sein. Sehr, sehr wunderschönes Blush. Also die ganzen Orange- und Peach-Töne sind ja sowieso meine Obsession. Ich glaube, es gibt keinen einzigen richtig pinken Blush in meiner Sammlung. Es ist alles, ja, peachy. Und ich finde, wenn man so seinen Weg gefunden hat hinsichtlich Farben und Make-up, dann sollte man dem auch frönen dürfen mit 6 verschiedenen orangen Blushes. Vielleicht habt ihr es mitbekommen auf Instagram und Instagram Stories. Ich habe mit meinen Katzen die Purina One 3-Wochen Testaktion mitgemacht. Das ist eine 3-Wochen Testaktion, wo man eben das Futter von Purina One testen kann und die positiven Effekte, die mit der Fütterung einhergehen. Aktiver werden, dass die Augen sehr klar sind, das Fell schön glänzend. Und das habe ich gemacht. Übrigens auch eine gesunde Verdauung. Das konnte ich auf jeden Fall feststellen. Wow, Spike, bist du ein schöner Spikey. Und ich war so auch so ein kleiner Schirmherr für die Aktion, weil ich habe nämlich das Erklärvideo auf der Purina One Webseite selbst gemacht. Ich verlinke euch die Webseite in der Infobox und auch hier. Also es war wirklich toll. Nochmal vielen, vielen Dank Purina One für diese Kooperation. Ich fand das toll, weil das einfach so eine umfassende Sache war. Ich habe nicht nur den Test gemacht, nein, ich durfte eben auch dieses Erklärvideo machen. Ihr könnt euch übrigens immer noch für diese 3-Wochen Testaktion registrieren. Da könnt ihr sogar Coupons bekommen, mit denen ihr ein bisschen Rabatte bekommt, wenn ihr das Futter kauft. Ich habe zum Beispiel unter anderem dieses Light-Futter gefüttert, aber auch Urinary Care und hier Sensitiv. Und ich habe zwischen Trockenfutter und Nassfutter eben variiert und gewechselt. Und die Tinky, es ist ohne Quatsch, ne? Wenn ich dieses hier, wenn ich das hier so klimper, sie sitzt gerade vor mir, da ist sie schon ganz aufgeregt, da will sie jetzt essen, kriegst du gleich was. Bei unseren Katzen hat das hervorragend funktioniert, also man hat das schon gemerkt, dass die
aktiver waren. Also gerade Spike, der sonst immer nur so rumgelegen hat, der war auf einmal wie ausgewechselt, wie so ein Jungkater fast. Es war schon beachtlich und Tinky ist einfach ganz, ganz wild auf das Essen, ne? Also die ist richtig wild. Das ist, also ihr schmeckt das sehr, sehr gut. Und übrigens, ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr bei dieser 3-Wochen-Testaktion mitmacht. Ihr könnt nämlich am Ende dieser Aktion, gibt es so eine Geld-Zurück-Garantie. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr bis zu 20 Euro vom Warenwert zurückbekommen. Und ihr könnt auch bei einem Gewinnspiel mitmachen, wo ihr ein Fotoshooting mit eurer Katze gewinnen könnt. Und ihr könnt mitmachen, wenn eure Katzen über einem Jahr alt sind und gesund. Ja. Also ich kann jetzt sagen, dass ich total zufrieden bin, wie die Aktion gelaufen ist und werde den Katzen auch jetzt nach der Testaktion weiterhin das Futter geben und vielleicht ein bisschen variieren mit den unterschiedlichen Sorten, die es gibt. Noch ein bisschen ausprobieren und jetzt kriegen sie erstmal das Sensitivfutter. Das nächste Highlight war eine Hochzeit von einer Freundin, die geheiratet hat. Das war eine wunderschöne Hochzeit. Auch das konntet ihr auf Instagram Stories verfolgen und da lief sogar Disney auf der Hochzeit, also mit Live-Musik. Das hat mich so gefreut, das war wirklich wunderschön. Und wenn wir schon mal bei Events sind, dann möchte ich auch unbedingt das New York Yellow Cab Shooting vom Sister Mac und Maybelline Event erwähnen. Das war erst vor anderthalb Wochen. Richtig, richtig coole Einstimmung auf meinen Urlaub, der jetzt, wenn ihr das Video seht, gerade stattfindet. Toi, 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 in New York. Und der Fotograf hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, trotz meinem Plus-Size-Dasein zu posen, mir Anweisungen zu geben. Und die Bilder, die ich gesehen habe, die haben mir extrem gut gefallen. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht habe ich ja schon die Bilder bekommen, wenn ihr das Video seht. Ansonsten mache ich euch auf jeden Fall den Vlog in die Infobox und hier in die Infokarte. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Ja, da werden ein paar Snippets sein von Behind the Scenes von dem Shooting. Das war nämlich echt richtig, richtig cool. Was ich im Juni auch echt gerne gemocht habe, war dieses Demeter Parfum. Es heißt Sunshine und riecht tatsächlich auch wie Sonne. Es ist so ein Geruch von warmem Pudergeruch mit einem Spritzer Frische. Ich kann es, also diesen Duft kann man nicht beschreiben. Diese Demeter-Düfte sind ja ganz besonders. Da gibt es ja auch Pistazien-Eiscreme und Dirt und was auch, und Raindrops und solche Sachen und Sonne. Wenn man dran riecht, dann weiß man, okay, das ist gute Laune, Sommer, Sonnenschein. Ganz, ganz großartig. Ja, den mochte ich sehr, wie ihr seht. Den habe ich mir erst letztes Jahr gekauft. Zack. Ich habe halt viele Parfums, ne? Als hätte ich jetzt nur das, wäre das schon leer. Aber dadurch, dass ich sehr, sehr viele Parfums habe, ist das schon echt toll für mich. Und was ich richtig cool fand, das muss ich jetzt fast zum Schluss noch sagen, war meine Loving Life Challenge, die ich mit einer Kollegin gestartet habe. Also eigentlich war meine Kollegin die Initiatorin, die liebe Anna auf Instagram. Und wir haben das gemeinsam dann so ins Leben gerufen. Und ich bin wirklich extrem überrascht gewesen. Also die Loving Life Challenge war eine Hashtag-Challenge, wo es jeden Tag im Juni einen Hashtag gab, zu dem man ein Foto posten konnte. Man hat richtig gemerkt, wie die Community mitgegangen ist. Und wenn du mitgemacht hast bei der Challenge, vielen, vielen Dank. Es sind tolle Bilder dabei rausgekommen, tolle, Bekanntschaften, die entstanden sind. Und es war echt richtig toll und ich überlege das auch sehr bald nochmal zu starten. So. Dann danke ich euch, dass ihr bei meinen Juni-Favoriten eingeschaltet habt und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was eure Favoriten im Juni waren. Boah, ich bin am Schwitzen ohne Ende. Nun denn, folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen, da verpasst ihr auch nicht die Sachen, die abseits der Videos geschehen. Und passt auf euch auf und viel Spaß schon mal im Juli. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss!